Hallo Menschen, ich drehe ja sehr selten Neuzugänge-Videos. Da diesmal aber so ein schöner, durchmischter Haufen entstanden ist und ich mir im Dezember außerdem mit Fersthand ein Weihnachtspäckchen hin und her schicke, dachte ich, ich zeige nochmal, was ich so vorher erworben habe, damit sich das nicht doppelt. Es ist wirklich von allem etwas dabei. Es geht los mit Ancillary Sword von Anne Leckie. Das ist der zweite Teil zu Ancillary Justice, was ich auch rezensierte. Diesen ersten Teil gibt es schon auf Deutsch. Ich glaube, der zweite kommt auch so Anfang nächsten Jahres. Ist eben ein Science-Fiction-Roman mit tollen feministischen Ansätzen und auch einer soliden Science-Fiction-Geschichte dahinter, die mich sehr interessiert, wie es weitergeht. Es war gut geschrieben, hatte ja vor allem interessante Charaktere, die nicht einfach nur Menschen waren. Das war ganz toll und mehr will ich nicht verraten und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Außerdem kaufte ich mir auch einen zweiten Teil und hier muss ich wohl sagen, ich begann ja die Hexerreihe mit dem ersten Roman und habe hinterher erfahren, dass man vielleicht eher mit den Kurzgeschichten hätte anfangen sollen und habe dann Fersthand gefragt, soll ich jetzt einfach mit dem zweiten weitermachen oder mit den Kurzgeschichten? Und sie meinte eigentlich die Kurzgeschichten und jetzt habe ich mir dummerweise trotzdem den zweiten gekauft, weil er halt bei uns im Laden herumstand. Das ist die Zeit der Verachtung. Ich habe es ja noch nicht gelesen, vielleicht schiebe ich noch die Kurzgeschichten zwischen ein, denn ich fand den ersten Roman schon auch so ein bisschen seltsam so in dieses Geschehen geworfen. Also ich glaube, die Kurzgeschichten würden mir ganz gut tun, aber immerhin geht es dann auch mit der Hexerreihe weiter. Und worauf ich mich vielleicht sogar am meisten freue, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das ist A Brief History of Seven Killings von Marlon James, der diesjährige Gewinner des Man-Booker-Preises. Ich habe den Booker-Preis schon so ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren, zumindest immer die Gewinner. Und dieses Jahr durch diese ganzen, ich habe das auch mitgekriegt, die ganzen YouTube-Blogger, Vlogger, was auch immer, die Bücher vorher lasen, war ich dieses Jahr sehr involviert und neben A Little Life ist das hier so dieses, auf das ich am meisten Lust habe. Und da habe ich auch schon mal bei Lotte Kind angefragt, ob die das zusammen mit mir lesen möchte, was dann auch entweder so Ende Dezember oder Anfang nächsten Jahres passieren wird. Über dieses Buch weiß ich eigentlich nur, dass es eine, wie sagt man auf Deutsch, eine Multi-Perspective Narrative ist, also aus verschiedenen Blickwinkeln, die irgendwie alle mit einem Attentatsversuch auf Bob Marley zusammenhängen. Also ich weiß nicht, ob sie dabei sind, aber irgendwie darum entwickelt sich das. Und ich gebe zu, dass mich das von Anfang an auch nicht sofort überzeugt hatte, aber nachdem mir irgendjemand auf BookTube die erste Seite vorgelesen hat, war ich absolut dabei. Denn das ist eine wunderbar reiche, schöne Sprache, in der so viel drinsteckt. Und da hoffe ich dann, weil ich von mir weiß, dass Sprache bei mir viel wettmachen kann, dass mich auch der Rest überzeugen wird. Außerdem kam zu mir ein Leseexemplar über die Arbeit, nämlich Ich ist nicht Gehirn. Das wird, glaube ich, sehr interessant für mich, denn ich habe schon eine gewisse materialistische Einstellung auf das Leben, die Persönlichkeit, die Seele etc. Und glaube, dass das insofern für mich eine Art Herausforderung wird, aber ich bin mir mit dem Ganzen natürlich auch nicht sicher. Und deswegen daran interessiert, was der gute Herr, ja, Markus Gabriel, mir zu sagen hat, wie er argumentiert. Also ich will den auch nicht jetzt absichtlich irgendwie verreißen, sondern ich bin wirklich gespannt, was es da für eine Sichtweise gibt. Und hinten drauf wird gesagt, er gibt uns eine zeitgemäße Anleitung zum philosophischen Nachdenken über uns selbst mit Werf, Humor und überraschenden Erkenntnissen. Das klingt ganz gut. Ich hoffe, das passiert dann auch wirklich. Dann zwei Bücher, die ich recht schnell erwähnen möchte. Ich kaufte mir als Mini-Exemplar Die hellen Tage von Zsuzsa Wang, nachdem ich von Der Schwimmer absolut überzeugt war. Dazu gibt es auch eine Rezension und ich hoffe, die Autorin ist eine der Schriftsteller, die mich irgendwie so mit jedem Buch überzeugen können. Das wäre wirklich, wirklich schön. Und ich habe auch über dieses Buch sehr viel Gutes gehört. Außerdem lag bei uns eigentlich in der Küche herum The Perks of Being a Wallflower auf so einem Tisch, wo wir manchmal, naja, beschädigte Bücher haben oder so, wo eine Seite fehlt, eine Seite falsch gedruckt ist und so. Und bei dem Buch stand überhaupt nichts dazu. Es ist auch meiner Meinung nach nichts damit los. Und da es ja schon so ein moderner Jugendbuchklassiker ist, so groß gehypt wurde, dachte ich, ich nehme es mal mit. Ich muss zugeben, es steht jetzt auf meiner Liste nicht ganz oben, aber mal schauen, wann ich dazu komme. So, jetzt kommen wir in Gefilde. Da weiß ich manchmal gar nicht so genau, um was es geht, aber irgendetwas hat mich mal dazu überzeugt, das auf meine Liste zu setzen. Und ich habe jetzt auch nochmal, bevor ich es mir gekauft habe, natürlich nochmal gegoogelt, bei Wikipedia gelesen, um was es geht. Und da wäre mein erstes Beispiel von August Strindberg. Der ist doch, ist der Norweger? Na egal. Jedenfalls Gespenstersonate und der Pelikan. Und hier weiß ich zwar auch nicht, um was es geht, aber das Zitat hinten drauf gefiel mir sehr gut. Ich lese euch hier kurz vor.
Die Hölle ist die Erde, das mit einer überlegenen Klugheit erbaute Gefängnis, wo ich nicht einen Schritt tun kann, ohne das Glück der anderen zu verletzen und wo die anderen nicht glücklich werden können, ohne mir Böses zuzufügen. Klingt gut, klingt interessant, genau mein Ding. Genauso wie das Nachtasyl von Gorki. Und hier, reklamtypisch, steht hinten drauf natürlich nicht, um was es geht, sondern irgendjemand hat etwas über dieses Buch gesagt. Ich weiß, dass ich es mir bei Wikipedia eigentlich durchgelesen habe, kann mich aber nicht mehr so wirklich daran erinnern, um was es ging. Wahrscheinlich muss ich ganz ehrlich zugeben, dass das Wort Nachtasyl mich als erstes zu dem Buch gezogen hat. So leicht zu durchschauen bin ich. Nacht, Dunkelheit, Betrübnis, da bin ich immer dabei. Und außerdem gibt es wieder ein Buch, bei dem ich natürlich vor dem Videodreh nicht geguckt habe, wie ich den Nachnamen des Autors aussprechen muss. Alexander Tisma. Und so ähnlich, Der Gebrauch des Menschen. Das steht schon lange auf meiner Wunschliste. Es geht um vier junge Menschen während und rund um den Zweiten Weltkrieg. Soweit ich weiß, manche überleben es nicht, manche versuchen sich zu arrangieren, schaffen es danach aber nicht mehr. Und das ist etwas, über das ich immer wieder lese. Das ist fast schon klischeehaft, sich als Deutsche da so stark literarisch damit zu beschäftigen, aber mich weiß das immer wieder zu erschüttern und ja, deswegen bin ich gespannt darauf. Vor allem, da es ja keine deutsche Perspektive ist, finde ich auch immer sehr gut. Und dann noch ein letztes Buch, nämlich das einzige, was ich auf der Schrift gut erwarb. Manchmal höre ich mich schweigen von Yu Sobing. Von ihr habe ich auch noch nie etwas gehört. Scheint wohl eine regionale Schriftstellerin zu sein, zumindest, okay, in Schlesien geboren. Naja, aber dann später auch mal in Dresden gewesen. Auf jeden Fall sind es ein Gedichtband mit Tuschezeichnungen. Die letzteren fand ich so, ja, lala. Aber die Gedichte schienen ganz nett zu sein und dann wird später darüber berichtet. Was ich noch in die Kamera halten möchte, sind schon ein paar Weihnachtskarten. Denn obwohl ich das Fest an sich nicht feiere, möchte ich, dass meine Familie glücklich ist in dieser Zeit. Und deswegen habe ich mir hier einmal so eine unglaublich goldene Karte für meine Oma gekauft. Die steht da voll drauf auf solches Goldzeug. Und dann für meine Eltern eher so etwas amüsantes hier, kleines, niedliches, hahaha. Und außerdem, weil meine Eltern auch einen so eine Art, so ein kleines Adventspäckchen von mir bekommen mit einem Tier-Adventskalender und bla bla bla, habe ich hier noch diese kleine Karte. Ich war sehr, 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 sehr brav, um sie daran zu erinnern, dass ich unglaublich viele Geschenke erwarte, was so vielleicht auch nicht stimmt, aber ja, fand ich ganz amüsant oder so, naja. Und das waren tatsächlich hoffentlich alle meine Neuzugänge, diesmal recht viel, ich weiß, kam noch so vor dem Jahresende nochmal so ein kleiner Kaufrausch, auch zu mir. Und was mich wirklich freut ist, dass außer vielleicht auf The Perks of Being a Wallflower, was ich mir ja auch nicht kaufte, ich auf alles wirklich Lust habe und ich am liebsten gleich alle gleichzeitig kaufen will. Das ist ja eigentlich das Beste. Und so sollte es ja eigentlich sein, wenn man etwas kauft. Und dann schauen wir mal, was so in welcher Reihenfolge drankommt. Wie immer könnt ihr mir gerne etwas schreiben, wo ihr sagt, das musst du unbedingt als erstes lesen. Wobei im November ist jetzt eigentlich auch schon alles ein bisschen verplant. Aber dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Um es ein letztes Mal zu sagen, ich bin sehr gespannt auf alle diese Bücher. Und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Thank you.